Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Jessica. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen dabei. Ich tippe jetzt hier nochmal. Familie. Guck mal, da haben wir noch zwei Dateien. Die Regeln der Wölfe. Oh, Wölfe. Okay, erstens, die Familie steht über allem. Zweitens, alle Mitglieder der Familie müssen deutsch sein. Drittens, neue Mitglieder müssen den Test machen. Viertens, wir halten zusammen. Fünftens, saubere Kleidung tragen. Sechstens, täglich duschen. Siebtens, pünktlich sein. Achtens, Alkohol nur in Maßen. Test. Regeln der Wölfe. Oh, guck mal hier. Wolfsrudel, Hashtag. Das ist... kann man im Discord eintippen oder was? Das schreibe ich auch mal auf. Wolfsrudel. Hallo? Hashtag 8834. Okay. Test gibt's nichts. Okay. Gut, das. Was habe ich denn noch hier gesagt? Okay. Deutsch. Ja, dann sind wir da rein. Natürlich große Schiss gehabt. Schon gesehen, was da für eine Gruppe reinkommt. Ich meine, es ist doch nicht das erste Mal, dass wir irgendwas da gemacht haben. Wir haben uns eh immer alles genommen, was wir wollten. Hier mal ein paar Kippen, da mal Bier, hier mal ein paar Chips, was wir halt gebraucht haben. Das ist ein bisschen Selbstbedienungsladen. Ja, da dachte ich wohl, das ist jetzt wieder die gleiche Nummer. Wir nehmen uns einfach nur, worauf wir Bock haben. Er hält einfach lieber die Fresse, weil das eine bessere Idee ist für ihn. Nee, aber diesmal war uns nach was anderem. Diesmal wollten wir einfach alles zerstören. Ihm alles kaputt hauen. Seine ganze Existenz. Alles niedermachen. Sie wurde wortwörtlich vom System vergewaltigt, benutzt, alleingelassen, weggeworfen, während andere sich ein schönes Leben machen. Wärst du nicht auch so frustriert und würdest was anderes wollen? Das hatten wir schon mal beantwortet irgendwie. Manchmal kommt man mit diesem freundlichen Gemutmenschen-Gehabe einfach nicht weiter. Das ist doch in der Politik genauso. Ja, das ist mir klar. Das haben wir alle schon mal gehabt. Gerade geht es mir einzig und allein um die Videos. Ja, und dann haben wir bei den Regalen angefangen. Alles rausgezogen, alles kaputtgeschlagen. Runtergezerrt, aufgemacht, alles aufgerissen, alles voller Pampe aus Milch, Cornflakes, Bier, Chips, drin rumgesprungen, alles zertreten. Es war ein einziger Brei. Nur gegangen bis hat's geknirscht. Und der Typ war wie versteinert. Wo hatte der Schiss? Hat gedacht, was die jetzt mit meinen Sachen da machen, das machen die bestimmt gleich mit mir. Haben ihn gepackt, haben ihn mit seiner Fresse runtergedrückt. Haben ihn das fressen lassen vom Boden. Die ganzen Chips, die ganze Matsche, den ganzen Brei. Ihn schön über die Scherben gezogen. Na, wir haben nichts heil gelassen. Ein paar Sachen konnten wir auch noch brauchen, haben wir eingesteckt. Und ansonsten haben wir den Laden einfach kaputt gemacht. Ja, seitdem steht das Teil leer.
Das ist der Moment, wo ich sagen soll, was ich gelernt habe, oder? Meine Schlussfolgerung. Okay. Das Leben ist viel zu kurz, um die ganze Zeit wütend zu sein. Das bringt nichts. Du musst was machen. Und vor allen Dingen müssen wir aufhören, uns zu bekriegen. Wir müssen zusammenhalten. Ich bin nicht dein Feind. Ich bin dein Freund, ja. Aber wenn du wirklich verlangst, dass ich einfach nur da sitze und nichts mache, einfach nur dabei zuschauen, wie irgendein verdammter Mola versucht, meine Mutter zu ficken, dann kannst du das vergessen. Das läuft bei mir nicht! Es ist Schluss! Geh doch mal aus! Geht doch alle mal raus, macht die Augen auf! Schaut euch doch mal um! Schaut euch doch mal in eurem tollen Viertel um! Ey, willst du so leben? Willst du so weitermachen, ja? Mit diesem ganzen Dreckspack! Die nehmen uns alles weg! Alles! Merkst du das nicht? Und dieser Scheißstaat deckt alles. Alles decken die. Die sind unser Feind. Gegen die müssen wir kämpfen. Und zwar jetzt. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns wehren. Jetzt, bevor es zu spät ist. Jetzt kannst du dich entscheiden. Schaust du einfach nur dabei zu? Willst du dir alles wegnehmen? Deine Frau, dein Job? Ey, was wollen die hier denn? Sollen sie doch in die Wüste zurückgehen, wo die herkommen? Ja, da ist doch genug Platz. Es gibt eh viel zu viele Menschen auf der Welt. Weißt du, einfach weg mit dem ganzen Dreckspack. Es reicht, dass wir da sind. Das ist mein Erbe an euch. Ich brauche keine Millionen, um die Welt zu verändern. Gib mir eine Pistole und eine Kugel. Und ich werde ein Chaos stiften, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Es wird eine Zeit kommen, ihr Lügner, Heuchler, Schmarotzer, ihr Dreckspack. Da wird all unser Wohlstand verflossen, all unsere Ideale verwaschen und unser heiliger Mutterboden vergiftet sein. Ja, und dann bleibt nur noch eins übrig. Das ist die Liebe der Patrioten zu ihrem Vaterland. Wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Na, die kennt auch keine Gesetze und keine Regeln. Ich werde überall sein. Da hast du keine Chance. Und wenn ich nicht mehr da bin, dann wird einfach jemand anderes meinen Platz einnehmen. Und du wirst dich jeden Tag umschauen, ob deine geliebte Schwester wieder morden wird. Alter, ich kann mir den Scheiß gleich nicht mehr geben. Das ist, enthielt ein unbekanntes Skript und wurde in die Quarantäne verschoben. Jetzt geht's los. Damn. What the fuck? Mal wieder Zeit für ein gutes deutsches Geschäft. Ein Metzger oder sowas. Nix hier halal, sondern richtig geiles Schwein. Okay, warte, Chat. Meine Fresse, ich spreche. Ich bin gerade ein bisschen. Warte mal, meine Fresse, ich spreche mit Cem. Dann kann doch. Es kann doch nicht sein, genau das. Ey, was zum Teufel schickst du mir denn da?
Erst reagierst du nicht auf meine Nachrichten und jetzt sowas. Das war ich nicht. Boah, das Ding ist gut. Gefällt dir, was erwartet? Gefällt dir, was du siehst? Gefällt dir, was du hörst? Ich denke, wir beide sollten uns mal von Angesicht zu Angesicht unterhalten. What the fuck? Ich kann das nicht begreifen, dass dauernd Menschen Lebensgefahr gebracht werden und andere Menschen. Ich kann das nicht begreifen, ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland, Sophie Scholl. Niemand wird mit dem Hass auf den Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Die Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil. Nelson Mandela. Es ist nicht zu spät. Ich will das gern lesen! Antonio-Stift, achso, das sind jetzt hier, okay. Es ist nicht zu spät. Amadeo-Antonio-Stiftung, da könnt ihr euch wahrscheinlich Exit Deutschland Hilfe holen. Falls du soziale Gedanken haben solltest, mit jemandem darüber, sprich mit jemandem darüber. Genau, das sind die Hotlines oder die Seiten, die euch helfen können. Insbesondere die Telefonseelsorge, die spreche ich jetzt auch gerade nochmal an. Und zwar ist das die kostenlose Telefonnummer 24 Stunden erreichbar. Das ist die 0800 111 0111 müsste das sein. Ich bin mir jetzt gerade wieder sehr unsicher, aber ich glaube, das war sie. Ansonsten steht es nochmal unter dem Video in der Beschreibung. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, ich komme damit klar. Und falls das irgendwie nicht mehr so ist, finde, das geht auch schriftlich. Natürlich, Chat. Puh, nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, wir müssen im Office kommen und reden. 23.08. Bist du drin so? Ja. Oh Mann, das fühlt sich echt komisch an. Ich weiß, Chat. Aber das haben sich die Eltern von Uncut Freak gewünscht. Und Uncut Freak hätte es sich auch so gewollt. Ja. Ihr habt recht. Okay, ich mache mich dann mal an die Arbeit. Viel Erfolg. Viel Erfolg, Zoe. Ja,
What the fuck, müssen wir über etwas reden? Das war ich nicht. Und das so kurz vor der Gedenkfeier. Warum schickst du mir sowas? Das war ich nicht. Hä? Oh. Guck mal, wir haben noch Videos. Ja, und dann schauen wir raus aus dem Fenster. Ja, und dann waren die da. Und hatten einen von uns. Richtig zu Boden gedrückt. Mit dem Fuß auf der Kehle gestanden. Und dann holen die da so ein Tränengas raus. Und halten drauf. Halten einfach drauf. Sprühen dem da die ganze Scheißflasche in die Fresse. Ja, und dann. Ey, dann haben die endlich die Bullen gerufen. Ich meine, irgendjemand musste uns helfen. Dann kommen die Bullen, gehen sofort dazwischen, Platzverweise, ziehen die weg von unserem Freund und schaffen uns in irgendeinen Bus und einfach nur raus. Setzen uns irgendwo aus am Arsch der Welt. So von wegen, ey, kommt mal klar, so viel Spaß noch. Ja, der Klaus, der ist sehbehindert. Seitdem. Will auch nichts mehr zu tun haben mit einem. Der kann das nicht mehr, das war ihm zu viel. Ja, die haben den richtig kaputt gekriegt, ja. Die haben den zerstört. Das haben sie bei uns garantiert nicht geschafft. Ich lasse mir nichts mehr gefallen. Okay. Und jetzt wird der Tag kommen. Da kriegen die in die Fresse. Und so, dass sie es nie vergessen. Wir lassen uns das nicht gefallen. Sowas macht keiner mehr mit uns. Jetzt erst recht. Das ist euer Verdienst. Denn jetzt geben wir bestimmt nicht mehr auf. Ab jetzt sind wir die Jäger. Und ihr seid die Gejagten. Aber euch wird keiner helfen. Ihr werdet alle verrecken. Mhm. Ist mal diskutiert, wie raus. Das ist aber nicht unsere Station. Wir kennen uns hier vielleicht nicht aus. Haben das scheiß Ticket auch gekauft. Aber die meinten, nee, ihr müsst jetzt hier raus. Gut. Gedacht, ja, fuck off. Nehmen wir halt den nächsten Zug oder verlegen unsere Party halt dann dahin. Die Online-Rundschau. Digital informiert und auf den neuesten Stand. Druckfrisch. Komplett ausgebrannt. Über Nacht entwickelte sich aus einem vereinzelten Brand im Regierungsviertel ein Großfeuer. Niemand wurde verletzt, aber der Schaden beläuft sich auf Millionen. Mittwoch. Nach Büroschluss meldete eine Passantin gegen 20:45 Uhr einen verdächtigen Geruch in einer
in der Bachmannstraße. Ein Streifenwagen untersuchte die Situation und verständigte die örtliche Feuerwehr, da scheinbar ein Brand in einem der Hinterhöfe ausgebrochen war. Aus unbekannten Gründen bekam der Brandmeister das Feuer nicht unter Kontrolle und musste mit ansehen, wie das Feuer auf die umliegenden Gebäude überging. Nach 8 Stunden konnte das Feuer allerdings gebändigt werden. Noch ist unklar, wie es zu diesem Brand kommen konnte und wieso niemand das Feuer im Hinterhof bemerkte. Die Feuerwehr will zu diesem Zeitpunkt aufgrund der trockenen Hitze der vergangenen Wochen eine natürliche Brandursache noch nicht komplett ausschließen. Die ungewöhnliche Brandentwicklung lässt allerdings darauf schließen, dass Unbekannte für das Feuer verantwortlich sind. Die Polizei kündigt eine umfangreiche Untersuchung an und sucht nach Augenzeugen. Okay. Das haben wir gerade schon gesehen. Ja, die Frage ist jetzt, warte mal, wir hätten hier noch. Wolfsrudel, Hashtag 8834. Okay, wir können ja mal hier nochmal nach unten gehen, komplett, und können nochmal alles durchgucken. Ich glaube, das ist auch noch nicht das Ende hier. Wir können ja mal 8834 eingeben. Bringt auch nichts. Der hat sich viel zu sicher gefühlt da. In seinem Laden. Es war mal Zeit, ein Zeichen zu setzen. Mal zeigen, wo er eigentlich hin soll. Wo er eigentlich herkommt. Und dass er hier überhaupt nichts verloren hat. Dass er allen Ernstes unser Geld einsteckt? Von uns Deutschen? Seiner scheiß Paki-Ware da? Okay, wir haben 141 entdeckt, wir haben 138 entschlüsselt. Und 136 schon geöffnet.
Aber hier sind noch Dateien, die ich noch nicht gesehen habe. Die allgemeine Rundschau. Informiert und auf dem neuesten Stand. Wilde Hetzjagd. Nach einer Demonstration für die Aufnahme von Flüchtlingen kochte die Stimmung über und artete in einer wilden Hetzjagd durch die Vororte mit anschließender Belagerung aus. Sonntag. Es begann als ein Aufruf für mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber Flüchtlingen aus Krisengebieten. Entschuldigung. Die hier in Deutschland vor dem Schrecken des Krieges Schutz suchen. Die friedliche Demonstration wurde mit Plakaten und Musik unterlegt. Während des Marsches trafen beide politischen Lager mehrmals aufeinander, doch gewaltsame Ausschreitungen konnten durch die Maßnahmen der Polizei unterbunden werden. Erst nach Ende der Zusammenkunft ereignete sich folgende Situation. Eine Gruppe Gegendemonstranten wurden durch den beschaulichen Vorort Neumünster gejagt. Zwar konnte sich ein Teil der Gruppe in den Häusern der Anwohner verstecken, doch wurde andere stark verletzt. Laut aktuellen Informationen befindet sich eine dieser Personen noch im Krankenhaus. Das Eingreifen der Polizei vor Ort konnte weiteres verhindern und die beiden Gruppen wurden schnellstmöglich voneinander getrennt. Ja, das war wahrscheinlich Klaus. Okay. Da ist auch eine Datei, die kann ich nicht öffnen, weil ich nicht weiß, was ich da eintippen muss. Diplomat hatten wir noch. Guck mal, da ist noch eine Datei. Und ich erinnere mich noch, wir waren einmal im Urlaub, also wir... Was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo, liebes Spiel. Ah, jetzt. Wir konnten auch auf den Urlaub fahren. Wir hatten echt die Kohle. Dass sie einmal so laut gestritten haben, meine Eltern, dass ich nebenan im Zimmer die ganze Zeit irgendwelche Gedichte erfunden habe, um dieses Geschrei zu übertönen. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Ich muss jetzt noch mal eins und eins zusammenzählen. Also, wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, dann ist das auf jeden Fall Jessicas Laptop, den wir hier haben. Wir sind jetzt auch wieder im Büro.
Und ich vermute einfach mal, ja, ich bin ein bisschen überfragt. Also, Jessica ist ja anscheinend nicht gestorben. Wenn man das jetzt mal so grob überschlägt. Nur, ich würde mal interessieren, was hier das Wolfsrudel und so weiter. Hier, da, bei da haben wir noch. Es fehlen mir noch zwei verkackte Dateien. Das sind genau diese beiden. Ich will die noch. Ich will da noch wissen. Ich weiß nicht, ob das noch. Ich hatte noch. Nee, was hatte ich denn noch eingetippt? Plattform habe ich schon. Leistung habe ich. Trinken. Ha! Guck mal. Sie sind nicht besser als das Dreckspack. Saufen nur. Und nichts dahinter. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wenn die sich nicht verpissen, dann tanzen wir einfach auf ihren Gräbern. Die müssen weg. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Da haben wir doch was. Man sollte dieses Pack einfach. Kann das Schutz des Vaterlandes, die Abschaffung, der Untergang. Wie soll die Mutter nachts auf dem Weg nach Hause? Schiffe. Man darf seiner Meinung sagen. Ich verbreite den Öffnen Ausfertigung. Vergiftet. Meinung. Ankatrix ist der Gruppe beigetreten. Also, jetzt ich versuche das jetzt mal kurz zu rekonstruieren. Das Spiel, also wir haben die Aufgabe gehabt, Jessica ist vermeintlich Selbstmord begangen, aber sie war eigentlich die Glabisch, also sie hat sich als ihr Vater ausgegeben, hat uns beauftragt, ihre Dateien zu hacken, um uns zu überzeugen, in das Wolfsrudel beizutreten.
dann hat sie irgendeinen Anschlag oder irgendwas. Das ist keine Ahnung. Es ist, und jetzt bin ich tot? Keine Ahnung, weil wenn ich hier in den Chatverlauf klicke. Ich verstehe es nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Wir werden es ja nochmal ausprobieren. Hashtag Meinung. Was haben wir hier noch? Das hier müssen wir drüber schieben, ja. Bringt alles nichts mehr. Guck mal, hier habe ich auch noch was. Urlaubsgedichte. Habe ich auch nicht. Geheimnis habe ich noch. Oh, guck mal hier. Doris ist auch total doof geworden. Sie nervt mich generell über Lars, lernt in der Zeit nur, macht irgendwie mit mir, wundert sich dann, warum ich schlecht gelaunt bin. Klauen macht irgendwie Spaß. Ich muss den Alten auch nach dem Geld fragen. Würden die mir sowieso nicht geben und bestimmt nicht für so ein tolles Messer. Heinrich würde mich umbringen, wenn er das findet, Arschloch. Sieht aus wie Tagebuchauszüge. Dieser Lars ist doch echt nett. Zuerst fand ich ihn... Wer ist Lars? Lars aufschreiben. So echt nett. Zuerst fand ich ihn gar nicht so toll, nur Doris war besessen von mir und hat nur von ihm gelabert. Aber heute habe ich mich in ihn verliebt. Wenn Doris das hier lesen würde, habe ich ihn im Park getroffen, weil die mochte ihn sofort. Was mir war mit Lars im Wald und habe mit meinem Messer gezeigt. Fand er nicht cool. Komischer Typ. Wollte dann auf einmal auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Jungs sind echt scheiße. Okay,
Messer. Glas, passiert auch nichts. Tagebuch. Guck mal, da haben wir auch noch was. Mama riecht irgendwie komisch, ein ganz komischer Geruch. Ich hoffe, sie ist nicht krank. Heute waren wir wieder am Fluss. Langsam ist es kalt draußen, aber es macht trotzdem noch Spaß. Hm, okay. Die Dateien sind immer noch. Ja, ich bin ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Das geht alles nicht. Ich bin ein wenig überfragt. Also das Spiel ist auf jeden Fall vorbei. Hallo, Angriff. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben die Hauptgeschichte abgeschlossen. Hallo Kamera. Und ich meine Vermutung ist stark. Wir haben jetzt das Wolfsrudel auch noch gefunden. Jessica hat, also er hat keinen Selbstmord begangen. Sie hat einen Hass auf ihre Schwester oder auf ihren Bruder, weil deshalb hat sie jetzt immer S genannt. Und sie hat uns quasi dafür als ihr Vater ausgegeben, wollte, dass wir sich in ihre Dateien hacken, wollten, dass wir was rausfinden. Und dann wollte sie uns auf ihre zu ihrem Rachefeldzug gegen das System hineinziehen und muss uns dann im Café umgebracht haben. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das mal rausfinden und wenn wir das dann rausgefunden haben, werde ich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Video rausbringe, wo ich das nochmal erkläre. Weil wir können ja hier offensichtlich auch weiterspielen und das macht ja jetzt auch keinen Sinn. Ich habe gerade nebenbei mal geguckt. Es sind 175 Dateien zu erforschen. Wir haben nur 150. Also ich habe keine Ahnung, was da noch alles für... Sachen gibt. Von daher würde ich sagen, wir beenden das Ganze einfach mal. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen in diesem Let's Play. Und wir melden uns mal ab. Und wenn du das Spiel auch mal spielen möchtest, dann hol's dir. Es ist eigentlich relativ cool gewesen, was rauszufinden. Und ja, aber alles andere müssen wir uns mal Gedanken machen. Oder ich werde noch einfach noch mal ein zweites Mal anfangen. Und dann nochmal gucken, was da Phase war. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play angezockt oder Livestream. Tschüss!